Hallöchen, Freunde! Es geht. Wow! Stimmt, da war was. Es geht weiter beim Minecraft. Boah. Meine Herren, leckt momentan ein bisschen. Kein Schimmer, wieso? Komisch. Sachen gibt's. Oh! Ups! Das habt ihr nicht gesehen! Nein, ich hab immer für mich selbst Too Many Items noch installiert als Mod. Weil es meines Erachtens nach die beste Lösung zwischen Creative Mod und Survival Mod ist. Deswegen für mich persönlich werde ich den öfter mal benutzen. Allerdings keine Angst, im Let's Play wird der nicht zum Einsatz kommen. Gut, was hätten wir denn heute zu tun? Weiß ich gar nicht. Wir werden auf jeden Fall mal ein Bäumchen fällen. Und wir müssten mal ein paar Steine hacken. Denn wir brauchen ja immer noch Cobblestones. Ich weiß nicht, ob wir uns immer noch... Ah, es ist ein bisschen schwierig. Ich würde nämlich auch gerne mal wieder unten in die Mine reingehen. Ja, sogar freiwillig. Ich weiß auch nicht, was mich momentan geritten hat. Schauen wir mal. Wir brauchen aber zunächst echt mal ein bisschen Holz. Die Bäume hier können wir alle mal abernten. Boah, ich glaube, ich muss nachher im Nachbearbeiten von der Stimme ein bisschen aufpassen. Ich brülle jetzt schon wieder ins Mikro wie sonst was. Oh, und ich bin momentan voll auf einem Zelda-Trip. Das ist unglaublich. Also jetzt nicht der Trip wie die Drogen und so, ne? Also so schlimm... Da bin ich dann doch noch ein bisschen harmloser. Aber Zelda-Musik auf Gitarre ausgepackt und gib ihm... Ist dann doch schon momentan eher mal der Fall. Aber ihr müsst zugeben, der Kerl, der die Musik gemacht hat, der hat auch echt was rausgehauen. So, machen wir das mal so. Gut, sollte vorerst mal für ein paar weitere langen. Weil... Naja gut, ich finde irgendwie die Musik, die ist echt der Hammer von Legend of Zelda. Sind wir ganz ehrlich, ich habe mir auch richtig nerdy, habe ich mir die Sachen natürlich, die Musik von Legend of Zelda Ocarina of Time. Sagen wir es mal so, ich habe mir da so eine Playlist erstellt. Ups, nee, so nicht. Also, ein bisschen nerdy ist es schon, aber... Gut, die Musik ist auch nicht übel, muss man ganz ehrlich sagen. Gerade das Haupt, also das Main Theme, finde ich richtig Hammer. Und es gibt ja im Zuge zum 25. Geburtstag von Legend of Zelda auch dieses Remake, dieses Orchester-Remake mit einem Haufen Liedern. Und unter anderem ist da ja auch das Titellied dabei in verschiedenen, beziehungsweise in Orchestervariante aus verschiedenen Spielen. Gut, so sehr unterscheiden sich die Spiele jetzt an sich nicht von ihren Themes, aber es ist doch schon hörbar. Aber die Orchesterversion, boah, Hammer. Ich glaube, die wird auch wohl noch irgendwo hier auf YouTube zu finden sein. Ich bin ernsthaft am Überlegen, mir vielleicht die CD zu kaufen. Weil ich muss sagen, das klingt richtig Hammer. Gut, so viel zum Board, vom Sonntag, vom Montag, vom Dienstag, was auch immer. Der Tag, der halt so heute ist. Oder auch nicht. So. Nee, so definitiv nicht. Mist. Ach, das wird wieder Jump and Run. Juhu! Nein. Schade. Aber wenn wir schon hier unten sind, können wir auch gleich nochmal, dass wir wenigstens eine Dachseite fertig bekommen. Viel haben wir ja nicht mehr, was Stufen betrifft. Stüfsken! Aber dann haben wir zumindest schon mal einen Teil des Daches fertig. Und ich denke mal, wir werden hier noch eine Wand reinziehen, dass hier noch so eine Cobblestone-Wand steht. Dass wir dann unter dem Dach das Dach noch weiter nutzen können. Also, die Etage.
weiter nutzen können unter dem Dach selbst. Oh, das wird interessant. So und so. Sehr gut. Hep, hep und hep. So, 5 hätte ich jetzt noch übrig. Ich weiß nicht, ob wir die hier mit rausziehen sollen noch. Aber das Dach hier ein bisschen überstehen lassen. Weil dann könnten wir theoretisch, wenn wir dann hier wieder eine Wand reinziehen, für die ich gerade nicht genug dabei habe. Was sagt eigentlich die Tageszeit? Ist noch ein bisschen Zeit. Dass wir das Dach dann bis hier vorziehen, hier eventuell außenrum. Den Zaun etwas höher setzen, wobei ich sagen muss, dass ich wahrscheinlich dann doch dazu tendiere. Geht das? Geht das mittlerweile im Darks? Nein. Geht immer noch mit denen. Hier das Dach ein bisschen wegzumachen. Bisschen habe ich das. Ja, habe ich aufgesammelt. Hier das Dach bis zur Hausgrenze wegzureißen. Und eventuell ein bisschen niedriger zu machen. Sodass wir dann wirklich noch so eine Art Balkon da oben haben. Von dem aus wir dann rausgucken können. Kommt das alles? Ja, kommt gut. So, dann haben wir hier ein Stückchen. Hallöchen. Ein Stückchen überdacht. Wobei, wir könnten eigentlich auch. Nee, da ist noch zu viel Grünzeug dabei. Oh, holt die Chicas. Nein, heute nicht, heute nicht. Ja, die Farm müssten wir auch noch irgendwie ausbauen. Was fehlt denn uns da noch? Schweine fehlen noch, genau. Ich hätte aber echt nichts dagegen, wenn wir so langsam mal auf Redstone treffen würden in der Mine dann, aber ja, das kommt ja gleich noch. Ich will jetzt erstmal hier. Komme ich da hin? Nee. Muss ich doch hier durchrennen. Wobei man dann eigentlich ja auch. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oder wir ziehen einfach hier noch eins raus. Ja, dass es bescheuert aussieht. Das ist natürlich schlecht. Gut, dann ziehen wir das da nicht raus, sondern ziehen einfach die Treppe, beziehungsweise das Dach, eins hier rüber. So. Hoffentlich klappt das jetzt, ohne dass ich wieder runter segel. Jawohl. So, und dann können wir nämlich hier vorne schon direkt dicht machen und können demnächst das Glasdach hier oben dran setzen. Wow, doch ein bisschen Wald hier vorne. Und können dann bis hier oben hin abschließen, das Dach aufsetzen und wahrscheinlich mal schauen, dass wir eventuell das Glasdach bis hierher setzen und dann da oben direkt wieder mit dem restlichen Dach anfangen. Aber das wird sich, denke ich, mal dann zeigen. Vorerst langt das ja, was wir hier unten haben. Schlafen gehen, mehr müssen wir ja nicht. Dann würde ich sagen, wenn wir sowieso schon noch hier am Rumdümpeln sind, weil ich möchte nicht unbedingt nachts nach draußen, um in die Mine zu rennen, können wir auch noch mal 2 Sekunden hier unten arbeiten. Ah, die Wand des Handwerks. Dann können wir hier noch ein Stückchen reingehen. 2 Sekunden. Die Musik, die nervt ein bisschen. Ja. Nein. Ist eigentlich auch nicht viel besser, aber. Was soll's. Ist wenigstens ein bisschen Stimmung hier in der Haus. In der Haus, in der Haus. So. Wie war das? 2 breit? Ach, ich habe natürlich das ganze Holz jetzt oben vergessen. Das ist natürlich auch ein bisschen suboptimal. Ach, dämlich, dämlich, dämlich. Na gut, machen wir erstmal 2 hier noch rein. Und wir kriegen dadurch zumindest einen Haufen Cobblestones raus. Und ein paar Lecks. So, dann wird das hier oben zu Cobblestone.
Naja gut, viel ist es jetzt so nicht, was wir rauskriegen. Es ist echt eine mühselige Arbeit. Aber wir gehen zumindest nicht komplett leer aus. Und wir müssen zumindest nicht mehr solche Wände hier stopfen. Das heißt, wir sparen wieder welche. So, ich glaube, die Wand hier muss noch komplett mit weg. Also die Blockreihe. Ich könnte jetzt eigentlich auch Too Many Items einsetzen und einfach eine Diamantaxt rausholen. Aber nein. Ich habe sowieso was vor. Und zwar, habe ich das, glaube ich, noch gar nicht genannt gehabt. Wenn wir denn bald den Schwierigkeitsgrad geändert haben. Wenn wir denn bald das da und das da Redstone gefunden haben sollten, würde ich dazu tendieren, dass ich die Welt zeitweise mal ein bisschen offscreen spiele, um eben. Ja, doch, muss dahin. Um eben Cobblestone aus der Cobblefarm rauszuholen. Wer nicht weiß, wie eine Cobblefarm gebaut wird, ich weiß es auch nicht. Werden wir dann sehen. Nein, ich weiß schon, wie die gebaut wird. Weitestgehend zumindest. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das war mir klar, für mehr langt's nicht. Naja, ein paar Truhen sind nie schlecht. Okay, gehen wir mal weiter nach oben. Rüsten uns schon mal so langsam aus. Pfeile werden wir mitnehmen, auch wenn es nicht so viele sind. Wir brauchen unbedingt Federn. Dazu müssten wir Hühner schlachten. Ja, dann werden wir das wahrscheinlich nochmal machen, bevor wir dann losdüsen. Cool, er hat Düsen gesagt, wie altmodisch. Nein. Was mir übrigens auch noch so ein bisschen aufgefallen ist, die letzten Tage. Also die Musik ist echt ein bisschen strange. Ich bin ja auch so ein bisschen auf YouTube hier unterwegs und guck mir auch mal ein paar Videos an, so ist es nicht. Hallo Tastatur. Jetzt habe ich eine neue Tastatur und die hängt direkt. Ist interessant. Ist mir aufgefallen, dass immer wieder Leute gerade bei größeren Let's Playern rechts in der Seite mit auftauchen. Warum? Weil der Stuhl quietscht. Nein, weil. Wo brennt's? Brennt's hier nirgends? Wieso brennt's hier nirgends? Brennt gefälligst, ihr Schweine. Ach, da brennt einer. Wieso? Weil sie in ihren Kanalbeschreibungen. Was ist denn das da? Weil sie in ka ihren Kanalbeschreibungen, unter anderem auch deren Kanalbeschreibung einfach kopieren. Nein, Moment. Die Tags, die Videotags. Die Videotags werden teilweise einfach kopiert. Ach, wisst ihr was? Ihr passt hier einfach nicht rein. Kuh, geh mal bitte sterben. Zum einen gibt es Steaks und zum anderen haben wir dann Leder. So. Hühnchen. Danke. Hühnchen. Danke, Federn. Juhu, endlich. Nee, Federn wären mir lieber gewesen. So, ich brauche Federn. Komm her. Wieso kriege ich keine Federn? Federn? Ja, so. Ah, danke. 2, 4, 6, 8. Okay, langt wieder. So, wo war ich? Wie gesagt, die Kanalbeschreibung kopieren. So, entsprechend werden sie dann natürlich auch in den vorgeschlagenen Videos rechts an der Seite bei den Videos mit angezeigt. Ist momentan eine wohl sehr beliebte Methode. Ich persönlich gehe ihr nicht nach, weil ich das nicht für nötig halte. Aber
Ich finde es ja trotz allem relativ legitim. Ich meine, wieso nicht? Kann mir mal einer sagen, wie Pfeile gebaut werden? Das ging doch so, oder? So. Live im Let's Play schaue ich mal kurz im Internet nach. Das ist ja jetzt echt dämlich. So, wo haben wir es denn? Pfeile. So, woher die Werbung eben kam, kein Schimmer. Pfeile werden so gebaut. Ah. Okay, ich wollte nur kurz testen, ob das noch irgendwie Werbung ist, die nachträglich mit reingespielt wird. Weil das kam mir eben ein wenig merkwürdig vor. Wie viele Leder haben wir denn? Fünf. Das langt nicht wirklich für viel. Sind wir mal ehrlich. Brot haben wir eine Menge dabei. Entschuldigung. Axt brauchen wir eigentlich nicht. Schwert haben wir. Ich müsste mir auch vielleicht irgendwann mal einen neuen Skin zulegen. Dich nehmen wir mal mit. So. Und Leute, mal ganz ehrlich, ich weiß nämlich nicht, wo. Wieso fehlt denn da oben eine Fackel? Ich weiß nämlich nicht, wo wir landen werden, deswegen werde ich mal ausnahmsweise. Aber bitte nicht in rosa. Home! Blau, rot, schwarz, weiß, gelb, lila, blassblau mit grünen Tupfen. Grün hätten wir hier. Ach nee, nehmen wir so ein schönes Babyblau. So, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Denn, ich neige dazu, mich komplett zu verlaufen. So, okay. Gehen wir mal runter. Wir haben zwar nicht viele Fackeln, aber wir dürften einigermaßen gerüstet sein. Ich mache mir auch schon mal den Bildschirm wieder ein bisschen heller. Das seht ihr ja zum Glück nicht. Weil wahrscheinlich wäre es für euch sonst zu langweilig. Ach, die können wir auch mal mitnehmen. Da habe ich nämlich einen netten Trick gefunden. Achso, gehen wir lieber drüben rein. Sind wir schneller unten? So. Den Cobblestone können wir eigentlich direkt mal mitnehmen. Gut, 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 gut. Gehen wir mal hier unten lang. So, wenn ich mich nicht vollständig irre, war das. Uah! Unpassend, dass der Creeper genau jetzt um die Ecke kommt. Boah. Ich bin zu alt für den Scheiß. Was ist denn hier los? Ja, komm her. Komm gefälligst her, damit ich dich killen kann. Autsch. Sophie, geh sterben. Geh sterben. Geh sterben. Geh sterben. Wo kam die denn? Ah. Ah, es ist Maria. Buh. Scheiß die Wand an. Entschuldigung, Leute. Puh. Tut mir leid, ich bin eben ein wenig im Stuhl zusammengesunken dabei. Tut mir leid. So. Die Musik ist auch schon so vielversprechend. So. Wenn da nicht unbedingt direkt wieder was voll um die Ecke geschossen kommt, sollte die Möglichkeit bestehen, dass wir überleben. So, da kommt zum Glück erstmal nichts raus. Mein lieber Gesangsverein. Oh, wir sind sogar unterm Haus. Na, hoffentlich treffen wir dann nicht zufällig auf unsere Keller. Ich hoffe, ich werde nicht von irgendwo beschossen.
Meine Herren, ey, kommt da so ein dämliches Skelett voll um die Ecke geschossen, ey. Cornershot, wie sonst das. Drecksbeast, der hat doch... Echt, der hat doch Warlock angehabt. Boah, so ein Mistvieh. Boah, mir geht immer noch die Pumpe. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ich bin zu alt für den Scheiß. Knapp über 18, kurz vor der Rente, da ist man eben einfach nicht mehr für sowas jung genug. So, das war alles. 19 Kohle haben wir immerhin rausgeholt. Ja, und ausgerechnet jetzt kommt so eine Musik. So, da unten sehe ich einen Zombie. Och Leute, ihr nervt, ohne Scheiß. Boah! Geh sterben. Mistkerl. Wo kommen die denn auch immer her? Da drüben. Nee, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Der Zombie hört uns komischerweise nicht, obwohl. Ist interessant, dass hier unten Grasblöcke wachsen. Ja, komm her. Komm her. Komm, ich ramm dir das Schwert in den Schädel. Autsch. In deinen Schädel, nicht du deine Hand in meinen. So, das gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht, dass die Höhle so groß ist. Gut, zumindest ist die Chance höher, dass wir hier unten auf Redstone treffen könnten. Ich hasse es, wenn Höhlen uneinsichtig sind. Oh. Okay, ich glaube, da geht's noch ein Stückchen runter. Also so minimalst. Falls ihr nichts sehen solltet, probiert's einfach mal im Vollbildmodus bei YouTube. Ist das hier hell genug? Ups, nee, das war eine zu viel. Ach, schau mal einer, guck, wer kommt denn da angescheißert? Oder auch nicht. Tschüss, Zombie! Gut, nehmen wir die Kohle eben erstmal mit. Denn Geld lasse ich ja auch nicht auf der Straße liegen. Wo war ich eigentlich mit dem Thema? Dieses dämliche Skelett hat mich... wobei, erst der Creeper, dann das Skelett hat mich rausgebracht. Zurück zu den Kanal-Tags. Nein, zu den Videotags. Ich find's ein bisschen erbärmlich, dass die Community mittlerweile dann echt so weit geht, von wegen, du kopierst den, du kopierst... Ja, jetzt auf einmal kommst du angeschissen, oder was? Komm, geh sterben, tu mir den Gefallen. Mistkerl. Dass die Community dann echt schon so weit geht und sagt, ja, du kopierst den, komm, werf dein Leben weg und so weiter. Also, es gibt nichts, was ich da noch nicht so gelesen habe in den Kanalkommentaren. Was liegt denn eigentlich mit Kanal? Ja, gut, Kanalkommentare vielleicht auch, aber in den Videokommentaren drunter. Ich würde sagen, das war das Werk eines Endermans. Es gibt eben nichts, was ich da noch nicht gesehen habe. Unter anderem auch, alle außer der und der sind schlecht und du hast ja sowieso nichts drauf. Hartz-IV-Empfänge und so weiter. Wobei ich es ein bisschen erbärmlich für Deutschland finde, dass man Hartz-IV-Empfänge schon als Beleidigung nimmt. Denn es gibt doch schon einige Leute, die nichts dafür können, dass sie von Hartz-IV abhängig sind. Klar, es gibt durchaus Menschen, die komplett arbeitsresistent sind. Möchte ich auch gar nicht bestreiten. Aber dass man das dann schon so als Beleidigung nimmt, gerade in der Lage, in der die meisten Leute hier stecken und gerade in der Lage, in der Deutschland momentan ist, mit so vielen Arbeitslosen, boah, komm her, ich schieß dir den Pfeil voll ins Gesicht, ey. So, den da hinten müsste ich auch kriegen. Pam, sehr schön. Oh,
Von wo kommen die denn alle immer her? Ich hoffe mal, von hier kommt jetzt. Da ist doch auch wieder ein Skelett oder so. Komm her. Da oben ist Licht. Wieso ist da oben Licht? Ach, du Saufi. Du elendiges Saufi. Ja, ich versuch grad. Das ist wohl irgendwie ein Boss-Zombie gewesen oder so. Kein Schimmer. So, sehr schön. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt gesehen habt. Ich konnte leider keine Fackeln setzen, dadurch, dass ich hier tierisch im Gefecht war. Boah, da unten geht's auch noch weiter. Wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Da hinten war ich auf jeden Fall schon mal. So viel steht fest. Oben wird es mittlerweile schon wieder dunkel. Ist jetzt nicht so tragisch. Wir sind hier unten. Ah, relativ sicher. So, komm her. Und in die Fresse. Pam. Sehr schön. Ah, Alter. Leute. Könnt ihr nicht einfach mal zu Hause bleiben? Einfach mal nichts tun und mich in Ruhe lassen. Komm her. Spring auf mich drauf und du stirbst. Na gut, tust du so oder so. Spinne? I think I spider. There's a dog in the pen goes crazy. Du Safi. Die Spinne ist mir egal. Weil der Dreckskerl, der da um die Ecke sitzt. Ah, oh, Treffer. Cool, ich wusste gar nicht, dass ich Spinnen von hier unten treffe. Na komm, na komm. In den fetten Hintern. Komm her. So. Wo sind wir hier überhaupt? Ich habe keinen blassen Dunst. Wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir so das Gefühl, wir haben uns soeben verlaufen. Ah, ich wusste. Ich hab dich doch schon bei weitem gehört. Du Saufi. Ja, dann eben auch mal gerne ohne Schwert. Schwertchen nach. So. Wieso steht hier eine Kuh drin? Zombie? Alter, wo zum Henker sind wir? Komm her, du fällst eh auf die Fresse. Komm her. Jawohl, schön, bleib da unten. Gut, du kannst nicht hoch, Arschloch. Treffer? Spinne, wieso bringst du dich um? Ich hätte gerne erstmal was zu futtern. So. Mistkerl. So. Leute, wo kommt denn ihr jetzt bitte wieder her? Gut. Alter, wenn ich mich wegen Gift zerschieß, Kollege. Du Mistkerl, du Elendige. Geh sterben, geh sterben. Zombie. Okay. Autsch, autsch. Ich muss erst mal gucken. Kuh? Alter, was ist denn bitte hier los? Bei aller Liebe, aber. Wie kommen Kühe hier unten rein? Und wie können Skelette dahin, wo ich ausgeleuchtet habe? Gut, wir halten uns erstmal hier auf und werden uns hier das Zeug schnappen. Nimm die Beine in die Hand und schlag ab, was geht. Da wird die Folge ausnahmsweise heute mal ein bisschen länger. Aber ich möchte hier eventuell. Och, Eisen über Eisen. Gut. Zumindest sieht uns derzeit niemand. Skelett scheint irgendwo verkrochen zu sein. Die Musik passt auch tierisch zum derzeitigen Environment. Boah, ich hab's verenglischt. Ich habe ein englisches Wort im deutschen Satz benutzt. Bin ich jetzt cool? Nicht? Schade.
Okay, jetzt haben wir zumindest das schon mal eingesammelt. So, ich wüsste gerne, wo das Skelett hingegangen ist. Vor allem... Leute? Wie zum Henker kommen wir hier raus? Na gut, ich hole mir erst nochmal das Eisen hier und hoffe, dass nichts um die Ecke kommt. Hatten wir ja mittlerweile auch schon öfter. Macht die Taschen voll! So. Wo ist dieses Skelett hin? Gut, vielleicht ist es hier runtergefallen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Boah, ich hab schon gedacht, ey. Wenn wir jetzt auch runtergefallen wären, dann wäre aber echt Ende Gelände gewesen hier. Aber komischerweise ist das Skelett weg. Das ist das, was mich ein bisschen wundert. Geht's hier noch irgend... Da geht's noch runter. Ich wundere mich, als wo die Viecher herkommen. Na gut, es ist dunkel genug, dass was spawnt. Hier ist zwar nicht genug Platz, dass da Großes kommen könnte, aber es ist dunkel genug, dass was spawnt. Und das langt schon. Dann ist auch klar, wo der Creeper nochmal herkam. Und hier hoch kommen sie auch alle mal. Dadurch, dass die KI ja jetzt verändert wurde. Ist das ja weiter... Kein Problem mehr für die Viecher. So. Ah, 32 Minuten haben wir schon. So, gut. Hier waren wir auch schon. Ach, das ist die Ecke hier. Okay. Ah, und da waren wir jetzt also. Okay, das heißt, hier links geht's nach Hause. Irgendwo. Erstmal gucken, ob hier nicht irgendwas in der Nähe ist, was uns Ungemach will. So, hier oben ginge es dann raus, wenn es denn hell genug ist. Ist es hell genug? Nein, ist es noch nicht. Die Sonne geht gerade auf. Wunderbar. Dann könnten wir eventuell diese Folge doch im Haus beenden. Das ist Maria, du Sauarsch, du Elendiger. Du, boah, ich möchte es gar nicht sagen, du... Du niveauloser IQ-Bremser! Hinten ist ein Creeper. Und die Schweinepriester versuchen mir gerade meine Tür einzutreten. Ich glaub's hackt. Die war teuer. Immerhin aus selbstgehacktem Holz. Hört auf! Ist hier irgendwas? Ach, die sind vom Dach runtergekommen. Oh, schade, ich kann nur nachts schlafen, geht gar nicht. Guckt euch doch die Mistkerle an, die sind vom Dach runtergefallen. Ihr werdet sowieso sterben, macht euch mal keine falschen Hoffnungen. Mistviecher. So, da möchte ich vorerst nicht raus. Da muss der Creeper da ist. Lasst das Korn Korn sein. Ich hänge an meinem Leben. Gut, nichtsdestotrotz mache ich hier ohnehin einen Cut. War wieder eine sehr ereignisreiche Folge. Ja, gut. Wir haben ein bisschen was geschafft, haben die Höhle ein bisschen weiter erkundet. Mal gucken, was wir nächstes Mal so machen. Ich möchte auf jeden Fall Redstone haben, damit wir bald mal möglichst da in Richtung Koppelmaschine gehen können. Aber das wird alles noch folgen. Ich verabschiede mich vorerst. Bis zur nächsten Aufnahme. Bis denn. Tschüss.